Warum macht man eigentlich Overnight Express, wenn es nicht über Nacht kommt? Na gut. Servus Leute und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Heiliger Bimbam. Ist schon ein bisschen nervig. Auf der einen Seite macht man Overnight Express und dann kommt es eh nicht. Schmeißt dem Like-Button die Prügel raus. Ja, für mich ist das Problem, ich brauche ein Stativ. Ohne Stativ kann ich keine Videos machen. Oder kann ich schon, aber nur schwierig. Naja. Dankeschön, Typen. Dankeschön. Sehr heftig. Dankeschön, Fixhart. Vielleicht hast du Kopfweh, weil du nicht genug Wasser trinkst. Bezweifle ich. Ist das dein Beruf oder gehst du noch richtig arbeiten? Wer weiß? Normalerweise sage ich immer ja, aber wer weiß? Was mein Privatleben angeht, geht es ja niemandem was an. Als was arbeitest du? Ich bin Programmierer. Ich bin Schauspieler. Ich bin Koch. 7-Sterne-Koch. Ich bin Drachenzähmer. Ich bin Schauspieler in Matrix gewesen. Was? Flying Uwe würde gerne mit dir Videos machen. Auf jeden Fall. Ich habe eine nasse Hose an und die ist arschkalt, wenn ich aufgestanden bin. Was macht dir an YouTube eigentlich Spaß? Das ist eine gute Frage eigentlich. Ich weiß es nicht. Leute, ich sage es jetzt so einfach, wie ich irgendwie kann. Haltet euch aus meinem Privatleben raus. Was ich euch sagen will, sage ich euch. Was ich nicht möchte, sage ich euch nicht. Ganz einfach. Leichter kann ich es nicht erklären. Ich weiß, ich sehe nicht so aus, aber ich mag Gemüse total gerne. Oh Mann. Am 20.8. wird genauso wie die Jahre vorher mit den ganzen Ankündigungen. Ja, am 12.8. Ja, am 29.2. Ja, am 11.1. Da wird nichts passieren. Genau wie die vorherigen Male. Die wollen nur Psychospielchen machen. Mich juckt das nicht. Ich habe der Polizei Bescheid gesagt, für den Fall, dass wirklich was passiert. Da wird nichts passieren. Das, was sie sich vorstellen können, dürfen sie rechtlich gar nicht machen. Also selbst wenn da irgendwas in die Richtung passiert, keine Chance. Ja. Oh, müde. Warum auch nicht? Ich bin eher so der romantische Typ, der sich eher romantische Filme anschaut oder entspannende Filme anschaut. Oh, ich sehe auch gerade, ich muss noch mal meinen Wäscheständer aufstellen. Das ist runtergefallen. So Leute, dann bedanke ich mich jetzt fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid im nächsten Stream wieder mit dabei. Haut rein, euer Drache, bis dahin und wie gesagt, macht keinen Blödsinn. Ciao.